Im Wandel der Zeiten haben Architekten und Ingenieure großartige Bauten konstruiert und errichtet, die unsere Welt geformt haben und allen Belastungen der Zeit widerstanden haben. Ich bin Ed Asner. Willkommen bei Architekten und Ingenieure. Lassen Sie uns einen Blick auf moderne Stahlskelettbauten werfen. Dies ist das Empire State Building, ein Wunderwerk moderner Architektur. Es wurde gebaut, um zu bestehen. Architekten und Ingenieure der Gegenwart verwenden Computer für Entwurf und Konstruktion der Gebäude, die den Kräften der Natur widerstehen, wie zum Beispiel Erdbeben, Feuer oder Wirbelstürme. Dieser moderne Wolkenkratzer war ebenfalls gebaut, um zu bestehen. Wir haben komplett zerstörte Gebäude wie dieses schon zuvor gesehen. Aber nur, wenn dies absichtlich herbeigeführt wurde. Danny Jovenko ist der Experte in diesem Feld in Europa. Was sagt er dazu? Das ist eine kontrollierte Sprengung. Sicher? Absolut sicher. Es ist implodiert. Dies ist eine Auftragsarbeit, ausgeführt von einem Team von Experten. Lassen Sie uns vergleichen. Sprengstoff wird hier verwendet, um Gebäude wie diese abzutragen. In Sekunden. Gut, es ist eine kontrollierte Sprengung. Was ist das Problem dabei? Nun, es passierte am Nachmittag des 11. September beim World Trade Center. Lassen Sie uns Folgendes überlegen. Eine gezielte Sprengung kann nicht an einem Tag geplant und vorbereitet werden. Es braucht Monate. Und deshalb muss dieses Ereignis im Voraus geplant worden sein. Hast du das gehört? Behalte das Gebäude im Auge. Es wird bald herunterkommen. Das Gebäude fliegt gleich in die Luft. Zieht euch zurück. Wir ziehen uns zurück. Das Gebäude fliegt gleich in die Luft. Haben die tatsächlich die Worte einstürzen lassen gebraucht? Und wer hat das ihnen erzählt? Die Feuerwehr. Und sie haben gesagt, wir werden es zum Einsturz bringen. Und diese Leute hörten Explosionen. Wir hörten diesen Lärm. Es klang wie ein Donnerschlag. Es sah aus wie eine Schockwelle, die sich durch das Gebäude riss. Und alle Fenster sind rausgeflogen. Circa eine Sekunde später hat das Erdgeschoss nachgegeben und das restliche Gebäude ist nachgefolgt. Er nahm die Hand weg und ich hörte 3, 2, 1. Und es ging boom, 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 boom. Und diese Reporter erkannten es als kontrollierte Sprengung. Und ich habe mich noch rechtzeitig umgedreht. Es sah aus wie eine Wolkenkratzer-Implosion, wie von einem Abrissteam ausgeführt. Das ganze Ding ist einfach in sich kollabiert. Und heute schon zum dritten Mal. Es erinnert mich an schon zu oft im TV gesehene Bilder. Ein Gebäude, welches absichtlich durch richtig platziertes Dynamit zerstört wurde. Es ist fast wie eine geplante Implosion. Es ist einfach pfannkuchenartig eingestürzt. Okay, was ist das Problem, wenn dies ein geplanter Einsturz durch Sprengung war? Nun, Regierungsbehörden haben behauptet, die Einsturzursache waren ganz gewöhnliche Bürobrände. Das Nationale Institut für Normen und Technologie hat seinen Abschlussbericht 2008 fertiggestellt. Das WTC-Gebäude 7 ist aufgrund von Feuer eingestürzt, welches durch die Büroeinrichtung genährt wurde. Es ist nicht durch Sprengstoff oder brennendes Öl eingestürzt. Was denken Sie, hat das Gebäude zum Einsturz gebracht? Was meine Aufmerksamkeit erregt hat, ist, dass mehr als 1300 Architekten und Ingenieure die Beweise vom Einsturz von Gebäude 7 untersucht haben und dem offiziellen von NIST veröffentlichten Bericht widersprochen haben. Ich bin nun sicher aufgeschlossener in dieser Sache als zuvor. Und zwar aufgrund des Engagements von 9-11-Familien und all dieser Ingenieure und Architekten. Sie hören nun vom seit 23 Jahren tätigen Architekt Richard Gage, Mitglied des American Institute of Architects, AIA, und Gründer von Architekten und Ingenieure für die Wahrheit von 9-11. Mittlerweile sind es über 1500 Architekten und Ingenieure, die sagen, es kann nicht aufgrund von Bürobränden eingestürzt sein. Sie werden unterstützt durch Familienangehörige von Todesopfern, die alle eine unabhängige und unvoreingenommene Untersuchung fordern. Ich bin Richard Gage. Feuer haben noch nie zuvor einen Wolkenkratzer zum Einsturz gebracht.
Obwohl es zahlreiche Beispiele von viel heißeren, größeren und länger andauernden Bränden in solchen Gebäuden gibt. Im Fall von Gebäude 7 war das Feuer, welches NIST als Einsturzursache angibt, bereits ausgegangen. Und zwar über eine Stunde zuvor. Es kann also nicht den Einsturz bewirkt haben, wie NIST behauptet. Trotzdem ist dieser moderne, 47 Stockwerke hohe Wolkenkratzer, welcher nicht von einem Flugzeug getroffen wurde, einfach wie ein Kartenhaus in seinen eigenen Grundriss eingestürzt. So schnell, wie eine Bowlingkugel an seiner Stelle herabfallen würde, in weniger als 7 Sekunden. Was sagen Experten? Gebäude 7 ist innerhalb der ersten 30 Meter im freien Fall eingestürzt. Das bedeutet, es gab absolut keinen Widerstand gegen diese Abwärtsbewegung. NIST hat zugegeben, dass es 8 Stockwerke tief im freien Fall eingestürzt ist. Jedoch der Übergang von keiner Bewegung sofort zum freien Fall, ein unbequemes Detail des ganzen Puzzles, wurde von NIST nie erklärt. Wir haben ein Gebäude, welches in die eigene Grundfläche zusammengefallen ist. Das bedeutet, alle Säulen müssen zum gleichen Zeitpunkt durchtrennt worden sein, damit diese Struktur genau so zusammenfällt, wie es zu sehen war. Die Symmetrie ist der entscheidende Beweis. Das Gebäude kommt in einer gleichmäßigen Bewegung herunter. Es kann daher keinerlei strukturellen Widerstand dabei gegeben haben. Laut NIST trat das Versagen in Säule 79 auf Stockwerk 12 ein. Sie sprechen also vom Versagen einer einzigen Säule, welches das gesamte Gebäude zum Einsturz gebracht haben soll. Ein lokales Versagen aufgrund eines Verbindungsversagens ist möglich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Versagen das ganze Gebäude mitreißt, in der Weise, dass plötzlich alle Säulen gleichzeitig nachgeben, ist unmöglich. Unmöglich? Ja. Was ich sah, war eine klassische Implosion. Die Kernregion, der Penthouse-Bereich, beginnt sich zuerst zu bewegen und das restliche Gebäude folgt nach. Ich möchte wissen, warum NIST die Dokumente von FEMA im Anhang C ausgeklammert hat, die den Beweis von geschmolzenem Stahl dokumentiert hatten. Warum ist dieser forensische Beweis nicht in den Report eingeflossen? Man kann mit einem Bürobrand nicht genügend Hitze zum Schmelzen von Stahl erzeugen und trotzdem gibt es den Beweis von geschmolzenem Eisen. R.G. Lee Corp., USGS und Dr. Stephen Jones hatten unabhängig voneinander diese mikroskopischen Kügelchen entdeckt. Im Staub fanden wir das, was wir als unreagiertes thermitisches Material charakterisieren, in der Form von winzigen rotgrauen Chips, welche verschiedene Eigenschaften besitzen. In der Reaktion produzieren sie geschmolzenes Eisen, welches die primäre Indikation einer Thermitreaktion ist. Solch eine Reaktion kann zur Zerstörung von Stahlstrukturen verwendet werden. Wir fanden die moderne Version von Thermit, die wir Nanothermit nennen. Da waren diese mikroskopischen Eisenkügelchen in allen Staubproben, die sich nur in extrem hohen Temperaturen bilden können. Ich habe in 2 unabhängigen Staubproben vom BTC thermitische Aktivität erkannt. Auf Basis der Funde von Rückständen von Thermit im Staub behaupte ich, es passierte vorher und nicht nachher von den Feuern, die in den Schuttbergen entstanden sind. Die Charakteristik der Mikrokügelchen sagt mir, dass hier Thermit im Spiel war, welches die Stahlträger geschmolzen hat. Wenn also Thermit im WTC präsent war und den Stahl geschmolzen hat, den viele Leute gesehen haben und der auch als fotografischer Beweis vorliegt, würde das auch erklären, warum die Feuer auf Ground Zero nicht gelöscht werden konnten. Die einzige Übereinstimmung mit allen Beweisen, die wir haben, die derartiges bewirken können, ist die Verwendung von Thermat, um den Stahl zu durchtrennen. Sie gehen runter und sehen geschmolzenen Stahl. Geschmolzenen Stahl, der wie in Kanälen fließt. Wie in einer Gießerei. Wie Lava von einem Vulkan. Das Handbuch geht auf Thermit ein und schreibt vor, wenn man geschmolzenen Stahl und Beton hat, was bei 9/11 der Fall war, dann sollen wir dahingehend Tests durchführen.
Das ist ein vereinigtes Element aus geschmolzenen Stahl und Beton. All diese Dinge sind durch Hitze zusammengeschmolzen zu einem Stück. Wir fordern eine Untersuchung nach nationalen Standards. Es gibt keine Ausrede, nicht dahingehend zu untersuchen. Wenn Terroristen schon 1993 Sprengstoff verwendet haben, warum wird jetzt nicht danach gesucht? All diese Zeugen haben Explosionen gehört. Warum wird nicht dahingehend getestet? NIST befand, dass keine Beweise für Sprengstoff gefunden wurden. Dann haben wir gefragt, haben Sie eigentlich danach gesucht? Und sie antworteten, nein, wir haben nicht nach Sprengstoff oder Rückständen gesucht. Die von NIST vorgefasste Ansicht war, es gebe keinen Beweis für Sprengstoff und daher gibt es keinen Grund, danach zu suchen. Das ist die unwissenschaftlichste Vorgehensweise, die man sich vorstellen kann. Nicht danach zu suchen, weil man erwartet, keine Beweise dafür zu finden, wobei die Beweise dafür erdrückend sind. Sie veröffentlichen ihre Schlussfolgerungen, für die es eigentlich keine Beweise gibt, und ignorieren Schlüsse, die genau aus diesen Beweisen gezogen werden können. Die von NIST geforderte Freigabe der Daten wurde zurückgewiesen mit der Begründung, dies könnte die öffentliche Sicherheit gefährden. Wie kann das bitteschön die öffentliche Sicherheit gefährden? Die Zerstörung der Beweise war selbst ein krimineller Akt. Alles war bereits weggekarrt und zerstört, als die FEMA-Ermittler dort ankamen, circa einen Monat nach dem 11. September. Man kann nicht wissenschaftlich vorgehen, wenn man der Beweise beraubt wurde und wenn die Hypothese eine höchst ungültige anstatt die wahrscheinlichste ist. Im Fall von Gebäude 7 wurde die wahrscheinlichste Hypothese nicht einmal erwähnt. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Die von NIST ignorierten wissenschaftlichen forensischen Beweise, die allerdings von professionellen Technikerteams überprüft wurden, untermauern die Hypothese einer gezielten Sprengung. Wir sind bis dato in 21 Länder und 32 amerikanische Städte gereist, um die Bevölkerung auf diese Beweise aufmerksam zu machen. Wir werden von 9/11-Familienangehörigen und anderen besorgten Bürgern unterstützt, welche eine unabhängige und unvoreingenommene Untersuchung fordern. Ich bin eine Familienangehörige, die die Antworten herausfinden möchte. Antworten zum Mord an mehr als 3000 Menschen. Die Quintessenz, es muss ordnungsgemäß ermittelt werden. Bitte sehen Sie hin zu Architekten und Ingenieure, Techniker und Wissenschaftler in aller Welt stellen das in Frage. Es sind tiefgehende Erklärungen vonnöten. Es war bei mir einiges an Bewusstseinsbildung nötig, bevor ich gewillt war, die Möglichkeiten überhaupt erst in Betracht zu ziehen. Sie müssen nur dahin folgen, wohin die Beweise sie führen. Als Techniker mit 3 Diplomen in technischen Fachgebieten habe ich die Petition von AE-9-11-Truth vor einiger Zeit unterzeichnet. Die amerikanische Bevölkerung muss unbedingt die Wahrheit über 9-11 erfahren. Bitte werfen Sie einen Blick auf die Beweise. Ich sage das ganz kategorisch. Jeder vernünftige Mensch, der die Beweise ansieht, die zutage befördert wurden, wird das Gefühl bekommen, dass etwas getan werden muss. Eine echte Untersuchung muss vorangetrieben werden. Wir werden niemals ruhen. Dieses Land wird diesen Tag niemals, niemals vergessen. Wir müssen eine neue Untersuchung fordern. Ich möchte Gerechtigkeit. Das Land verdient es einfach. Wir waren alle Opfer. Wir alle sollten die Antworten fordern. Wir alle haben an diesem Tag etwas verloren, nicht nur ich selbst. Es ist für uns alle beklemmend, mit der Beweislage klarzukommen. Aber wir müssen die Wahrheit verfolgen, wohin diese auch führt. Schauen Sie sich die Beweise an und entscheiden Sie für sich selbst.